mit grobem Schleifpapier glätten wir den überstehenden PU-Leim weg und rauen außerdem auch die EPP-Oberfläche an, damit der Sprühkleber bzw. die Laminierfolie auch besser hält auf dem Material. Nachdem soweit alles angeschliffen ist, bringen wir ein wenig Sprühkleber auf, damit die Laminierfolie noch besser hält. Da empfehlen wir 3M90 oder 3M77 Sprühkleber. Der greift auch kein Styropor an, kann also auch beim, oder den haben wir also auch beim Styropor-Prototypen verwendet. Da passiert nichts, ist alles wunderbar. Nicht zu dick, einfach nur eine dünne Schicht auftragen und dann etwa 10 Minuten ablüften lassen. Also die Oberseite ist jetzt abgelüftet. Und jetzt bringen wir die Laminierfolie an und bügeln sie dann auf. Wäre ganz schlau gewesen, wenn wir hinten die Ruder schon mal abgeschnitten hätten, aber jetzt machen wir jetzt nicht. Ja, das ist gut, schön weich. Ich hoffe, die Temperatur ist soweit schon passig. Am besten testet ihr das vorher irgendwie auf dem Probestück mit eurer Laminierfolie, weil wenn die Temperatur zu heiß ist, dann schmilzt euch das EPP weg und ihr bügelt euch da Beulen rein. Und immer relativ mittig anfangen und nach außen rausbügeln. So ein paar Wellen sind wieder drin, aber so hundertprozentig lässt sich es ja meist auch nicht vermeiden und ist auch nicht ganz so tragisch. Ja, mit Messer sind schon brutal. Guck, also ohne Folie drauf, wie Mutter. Die Folie, die Mutter mitgebracht hat, war länger, ne? Die war, glaube ich, die war so lang, ne? Ich hätte auch noch Perlmutt weiß lackieren. Also. Ein bisschen nach da gehen, das ist schon mal so. Lass nicht so viel riesen würde, dann wäre es klar. Boah. So ein bisschen stramm ziehen. Ich hatte so ein. Oder weiter nach vorne? Bisschen nach vorne, ja, so. Das sieht gut aus. Von innen nach außen, jetzt kannst du es nämlich noch ziehen. Keine Spannung, das ist nicht schon mal zu. Das kann ich erstmal beiseite, ne? Kannst du ja. In die Tonne. Gleich in die Tonne? Alles klar. Folie auch, ja, ne? Oder Folie in die Schippe machen. Können auch, klar. Ja, ja. Aha, witzig. So. Was soll ich das denn? Ein McDonalds-Papier. Die denkt, ich bin hier nur am Fressen, ey. Tisch bewegt sich. Oh. So. Oder sollte ich hier vielleicht was überstehen lassen und dann runterbügeln? Können wir auch von unten, ist egal. Machen wir von unten.
Weißt du, wie viele Flügelkanten die schon gesehen haben? Zu viel. Das hat das sonst alles auch zu Hause auf dem Fußboden gemacht. Ich habe bei mir einen Tisch. So, jetzt wird die Rückseite auch mit Sprühkleber besprüht. Und dann wieder 10 Minuten ablüften lassen. In der Zeit kann ich dann eine rauchen gehen. So, das haben wir jetzt mit der Unterseite genauso gemacht mit dem Aufbügeln. Allerdings schneiden wir hier hinten jetzt nicht genau auf Kante ab, sondern lassen hier ein paar Zentimeter überstehen, die wir dann auf der anderen Seite wieder hochklappen und überbügeln können. So, jetzt entsprechend den überlappenden Teil. Dann hast du Auftrieb. Wie dick ist die Folie? Ja, wie dick hast du so gemacht, so, ne? So. Der greift aber keinen Lack an, gar nichts. Also du kannst da wirklich drauf. Ja, das ist nicht wie Verdünnung. Verdünnung würde ja jetzt hier das Ding wieder weich machen. Manuel hat halt alles. Er ist in der richtigen Branche tätig. Ich habe viel ausprobiert. Ja, vorher mussten einige von diesen Kunststoffdingern Opfer bringen. Auch was Klebstoff angeht. Ja. Ich habe mir aus diesen, was ich sagte, diese EP. Das ganze Videomaterial können wir nicht verwenden, weil ihr labert. Also das gibt's doch nicht. Nein, Spaß. Ich mache da Hintergrundgeräusche rein. Ja, hast du eben gehabt da. Das Horst nämlich irgendwelche lustigen Alu-Spinner und so. Können Sie aber auch sagen, diese Kanten, die sind also scheiße. Was? Nein! Ist doch geil. So, wir haben eben die Aufnahme vergessen, aber ich zeige, wir wollen das Prinzip nochmal zeigen, wie wir hinten den Ausschnitt für den Motor und Propeller gemacht haben. Einfach ein Federstahldraht oder ein Kupferdraht nehmen, biegen und anzeichnen. Die Eckpunkte, die wir uns markiert haben, sind 65 cm von der Flügelaußenkante nach innen. Das gleiche natürlich auch auf der Seite. Und hier haben wir 28 cm von der Nasenspitze nach hinten. Das sind so die Eckpunkte, da kommt der Motor hin. Wahrscheinlich kann es sein, dass wir die Form hier später noch ein bisschen weiter nach hier versetzen müssen und das dann etwas abflachen. Das ist aber so als grober Anhaltspunkt. Das Ganze haben wir jetzt schon mit dem Messer ausgeschnitten. Dementsprechend sieht das dann so,
sieht das dann so aus. Runde Formen sind vorteilhaft für die Lautstärke vom Pusher-Propeller. Das ist dann meist etwas leiser, als wenn das eckig ausgeschnitten ist. Wir können jetzt auch mal langsam die überstehenden GFK-Rohre abschneiden. Die brauchen wir nicht mehr. So, wir haben eben den Motor nochmal angehalten. Er wird dann ungefähr hier sitzen. Und bei komplett ausgeklappten Schrauben sieht man, da sitzt er überhaupt mittig. Also das, der würde eventuell außen berühren. Darum haben wir den Bogen nochmal ein bisschen verändert und schneiden entsprechend das Ganze jetzt nochmal nach. Keramikmesser FTG. Ja, das sieht doch gut aus. Mitte war ungefähr hier. So sollten wir keine Probleme haben. So, als Motorhalter werden wir in dem Falle von Hobby King so ein 2,50 Euro. Das ist Alu, Metall, also auf jeden Fall diesen Motormount nehmen. Wir werden einfach 2 mm GFK nehmen, eine Platte sägen, die entsprechend, wo der entsprechend drauf kommt später. Dann eine Platte von oben, eine von unten und dann später durchbohren und unten mit dann einer Schraube durch, Mutter drunter. Also ganz simpel. Wir müssen nur gucken, ob wir hier noch ein bisschen Sturz reinbekommen. Und dann passt das. Wir biegen jetzt ein bisschen Motorsturz, beziehungsweise den Motorsturz passig. Wenn ihr das macht, seid vorsichtig. Nach ein paar Mal hin und her biegen würde das Ding sonst hier einfach auseinanderbrechen. Also langsam, vorsichtig und nicht zu weit, weil wenn er dann wieder zurückbiegt, dann geht der hops. Ja, das könnte ungefähr hinhauen. GFK schneiden DSC-Style, würde ich dazu sagen. Total geil, epischer Darkside Cruise Style. Da kommt voll der Staub in die Linse. So, wir haben GFK-Platte oben und unten als Motormount schon angeklebt und angezeichnet. Jetzt bohren wir den Hobby King Motormount auf M3 erstmal auf. Das ist nämlich alles ein bisschen kleiner hier. Das hier, das Loch haben wir auch ein bisschen aufgebohrt, weil der Sicherungspin vom Motor ein bisschen außen hier berührt hat. Das wollten wir natürlich nicht. Die Ruder haben wir jetzt soweit ausgeschnitten und angewinkelt. Und als nächstes werden die jetzt auch einlaminiert. John Sinclair. So, wie das also funktioniert, prinzipiell klar. Hier sieht man jetzt den Motormount. GFK auf der Unterseite, GFK auf der Oberseite und dann den Hobby King Motormount leicht angebogen. Vom Sturz her müsste das ungefähr hinkommen, dass der Motor
ein bisschen nach oben zeigt. Ich hoffe, das ist nicht schon zu viel, aber das wird sich dann im Maidenflight ja noch rausstellen. Hier unten kommt zur Sicherung noch Blitzfix drüber. Vielleicht machen wir auch noch die überstehenden Gewinde von den Schrauben ab. Aber für den Maidenflight kann das erstmal so bleiben. Werden wir dann sehen. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, sonst einen Motormount zu konstruieren. Das ist jetzt eine von vielen. Du kannst ja deine auch noch zeigen. Haben wir also einfach aus GFK oben und unten eine Platte, eine hinten hinter. Und zur Stütze aus Holz zwei Dreiecke. Sieht vielleicht ein bisschen witzig aus, funktioniert tadellos. 1A, kein Problem. So, jetzt kommen wir zum Anscharnieren. Da haben wir eine tolle Technik aus dem Web übernommen. Ich habe die Seite jetzt gar nicht mehr im Kopf, wurde gestern noch gepostet. Also vielen Dank dahin, vielleicht können wir das in eine Description noch packen. Funktioniert folgendermaßen. Ich überlege gerade, wie wir das letzte Mal gemacht? Unten, oben, unten. War besser, ne? Oder fand ich besser. Also unten aufs Ruder kleben. So. Und dann ungefähr in der Länge von der Ruderbreite, also da muss noch was abgeschnitten werden, lassen wir was überstehen. Ja, das kommt ungefähr hin. Nehmen wir einen zweiten Klebestreifen. Und kleben den, jetzt wird es interessant, hier dran. Klebestreifen an Klebestreifen. Genau, dann kann der später oben aufliegen. Und das Ganze macht man dann noch einmal andersrum und wieder oben rum, damit man ein richtig schönes Scharnier hat. Wiederholen wir jetzt also direkt. Diesmal von der anderen Seite. Ich habe das hier immer vorbereitet, wie der Jean Pütz so schön sagt. Dreimal, wie gesagt, oben, unten, oben. Beziehungsweise genau andersrum. Und das wird dann so angebracht. Die beiden kommen hoch, der kommt runter. Und das jetzt unten. So. Und so hat man ein hammergeiles Ruder. Ich hoffe, man sieht unsere fette Lücke nicht, die wir da reingebügelt haben. Sieht man, ja gut, aber das ist nicht so tragisch. Da kann man ein bisschen Tape nachher noch drüber machen oder Folie. Aber die Anscharnierung ist top. Leichtes Spiel und kein Abstand. Sauberes Konzept. Das wiederholen wir natürlich nochmal innen. Wenn man möchte, auch nochmal in der Mitte. Eigentlich reicht bei der Anscharniermethode einmal an den beiden Außenstellen und in der Mitte einfach von oben ein bisschen Tape drauf. Und das machen wir jetzt fertig und auf der anderen Seite auch. Und dann können wir weitermachen.